Ja, noch ist Nico nicht gestorben. So, Shisha rauchen mit Eiswürfeln statt Wasser in der Bowl vom Nico. Wir schauen mal rein und gucken mal, ob das Ganze klappt. Leute, ich würde sagen, das wird auf jeden Fall gut funktionieren, weil alles, was ihr macht mit dem Wasser in der Bowl, ist das Ganze ein bisschen runterzukühlen. Wenn der Rauch an Eis vorbeigeht, wird er sich bestimmt auch abkühlen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen weniger gut funktioniert als Wasser, aber ich glaube, das geht auf jeden Fall klar. Bei Nikos. Leutings, ihr habt es euch gewünscht und heute werden wir es machen. Nämlich werden wir heute uns eine Shisha packen, sie erstmal entleeren und dann kommen in die Shisha nur Eiswürfel rein. Wir gucken, ob das ein bisschen was bringt. Wir haben ja beim letzten Mal Shisha geraucht, ohne Wasser, ohne alles. Und wir haben festgestellt, dass eventuell der Rauch ein bisschen zu heiß war. Deswegen packen wir da heute nur mal Eiswürfel rein und gucken, ob das Ganze ein bisschen angenehmer ist zum Rauchen. Deswegen wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß bei dem Video. Und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo. Dann hinten ihr bald die eine Million. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid und bis gleich. Bis gleich. Das sind Live Goals, Leute. Ich will unbedingt irgendwann einen Kühlschrank haben, der einen Wasser- und einen Eisspender hat. Finde ich richtig, richtig nice. Freunde, ich habe mich jetzt extra beeilt mit dem Kopf und mit allem, damit die Eiswürfel mir nicht hier wieder wegschmelzen. Wir haben es endlich wieder am Start. Kohlen sind auch schon durch. Und jetzt bin ich dann echt mal gespannt, ja, ob die Eiswürfel was bringen in der Bowl. Also wie gesagt, wir haben ja das Ganze schon mal ausprobiert, wo wir ohne Wasser, ohne allem geraucht haben. Da war der Rauch, war ein bisschen warm, ja. Dann habt ihr in den Kommentaren geschrieben, Nico, probier das Ganze doch mal aus. Nur mit Eiswürfeln in der Bowl. Und hier habt ihr das Video, das 50 cm lange. Es ist halt schon heftig lang, ne? I don't know. That's what she said. Aber Freunde, was viel wichtiger ist, wie gesagt, hier sind jetzt in der Bowl nur Eiswürfel drin. Ich nehme mal den ersten Zug. Und wir gucken, ob es eventuell den gleichen Effekt hat wie vielleicht eine Eisbazooka, ja. Ist auf jeden Fall schon mal geil, dass man so absolut kein Blubbern hört. Also rauchen tut das Ganze schon mal ein bisschen. Klar. Und by the way, Leute, falls von euch noch irgendjemand zu der Fraktion gehört, das Wasser verdampft, um den Rauch zu erzeugen, das ist Bullshit, ja. Alles, was das Wasser macht, ist ein kleines bisschen kühlen. Und das war's schon. Mehr macht das Wasser einfach nicht. Wer mich kennt, wer meine Livestreams verfolgt, der weiß ja, dass ich nicht so der Fan von Eisbazookas bin. Ich habe zwar, hier unten habe ich zwar 3 Stück dran stehen, aber die reißen mir immer an der Seite, ja. Ja, ohne Scheiß, die gehen so schnell kaputt und die sind auch irgendwie, ich weiß nicht, ich bin auch nicht so ein Riesenfan von Eisbazookas. So, wenn es mal wirklich ein richtig warmer Tag ist und man will mal draußen rauchen, dann ist das ganz nice, eine Eisbazooka davor zu hängen. Also alltäglich würde ich safe nicht mit rauchen. Dafür ist es mir auch einfach schon zu dumm, so ein Ding als Mundstück zu haben. Also. Weil sich irgendwie das Eispad in der Gefriertruhe verformt. Und ich finde es ein bisschen malig, wenn du dann mit einer Eisbazooka rauchst, der Effekt hebt vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Und wenn dieses Eispad innen drin auftaut, dann läuft hier schön das Wasser runter in deinen Schlauch rein und es gibt für mich nichts Ätzenderes als Wasser im Schlauch. Ja, noch ist Nico nicht gestorben. Leute, was macht jetzt das Ganze hier? Was macht unser Projekt? Also wie gesagt, eigentlich haben wir ja Wasser dafür da, in der Bowl, damit es den Rauch kühlt, wenn er runterkommt. Ja, weil der ist ja ziemlich heiß vom Kopf, das Wasser kühlt den Rauch und du kannst angenehm rauchen. Jetzt haben wir hier Eiswürfel drin. Vielleicht habt ihr es vorhin gesehen, das Tauchrohr. Ne, ich glaube, ihr habt es nicht gesehen. Vielleicht von weiter weg. Das Tauchrohr hängt mittendrin in den Eiswürfeln. Das heißt, unser warmer Rauch geht uns. Das ist halt schon geil, ne? Man könnte halt Eis wirklich komplett bis oben hin voll machen, solange man es irgendwie noch am Tauchrohr vorbeikommt. Bis runter zu den Eiswürfeln und kommt dann hoch in unseren Schlauch. Und ich muss ehrlich sein, es überrascht mich. Der Rauch ist tatsächlich ein Ticken kälter. Es ist jetzt nicht der gleiche Effekt wie bei einer Eisbazooka, dass ihr sagt, okay, wow, ich spüre so richtig. Aber das könnte ich mir auch vorstellen, dass es daran liegt, weil ihr ja auf der Mitte des Weges sozusagen den Rauch runterkühlt und er ja theoretisch wieder ein bisschen Zeit hat, wärmer zu werden, während er an dem warmen Schlauch und Mundstück entlang geht. Ne? Also hätte er jetzt das Eis vorne, wäre es halt derselbe Effekt wie bei einer Eisbazooka. Aber ihr könnt euch auch mal den Spaß machen. Wenn ihr eine Eisbazooka habt, könnt ihr die auch
als Schlauchanschlussstück benutzen. Ja, also ein Ende von der Eisbazooka in die Pfeife drücken und auf dem anderen Ende schließt ihr euren Schlauch an. Und wenn ihr dann zieht, merkt ihr auch, dass der Effekt viel, viel weniger krass ist. Kälte, ich spüre, dass irgendwas Kaltes einfach am Stüssel ist, aus der Gefriertruhe. Das habt ihr hier nicht, aber man spürt auf jeden Fall, dass der Rauch angenehmer ist und dass er tatsächlich ein Ticken kalt ist. Ja? Also ihr habt das Gefühl, als würdet ihr gerade so eine halbe Stunde mit einer Eisbazooka rauchen. So nach einer halben Stunde, so den Effekt, den die Eisbazooka dann noch an euch abgibt, so fühlt sich das Ganze hier gerade an. Und ja, wie gesagt, wir haben ja hier kein Wasser drin, deswegen blubbert die Shisha auch nicht. Jo. Ich muss sagen, so lässt sich das echt ganz... Perfekt zum Film gucken eigentlich, oder? Ganz entspannt rauchen ohne Wasser. Also mit ein paar Eiswürfeln drin. Was natürlich der Nachteil ist bei einer großen Pfeife, ihr braucht echt viele Eiswürfel. Vielleicht habt ihr das gesehen, wir haben so einen Kühlschrank, der macht die Eiswürfel schon irgendwie innen drin und schießt die mir dann einfach nur raus, wenn ich drauf drücke. Aber ansonsten braucht ihr schon ein paar Päckchen Eiswürfel, damit ihr eure große Bowl befüllen könnt. Praktischerweise könnt ihr das natürlich auch mit einer kleinen Pfeife ausprobieren, ob das bei euch klappt. Ich kann euch das Ganze nur empfehlen von meiner Seite aus. Wer mag, kann das Ganze natürlich mal austesten zu Hause, kann es ausprobieren und mir dann in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze fandet. Und ja. Ja, Rauchentwicklung und Co., ne? Natürlich alles dasselbe, kein Problem. Wie erwartet, Leute, wie erwartet. Das Ganze raucht wie, ich sehe euch nicht mehr. Ich würde sagen, ich lasse mir jetzt noch mein Köpfchen ganz gemütlich schmecken, so mit den Eiswürfeln da drin, bis die aufgeschmolzen sind und bis der Kopf... Und dann wüsste ich gerne mal, ob er dann noch den richtigen Wasserstand hat. ...auf tot ist. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Und ihr wisst Bescheid, wir sehen uns heute Abend wahrscheinlich wieder im Livestream, ansonsten in dem nächsten Video. Und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo. Hätten wir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid. Und bis morgen zu einem neuen Video, Freunde. Guten Rauch euch. Ciao. Das war noch Zeiten, ne? Als der Nico täglich ein Video rausgehauen hat, du. Das waren noch Zeiten, sag ich euch.